Valuta in Zusammenarbeit mit Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung. Und Graubündner Kantonalbank. Sie sind in vielen Schweizer Haushalten aktiv und leisten wertvolle Unterstützung. Babysitter, Putzpersonal oder Hilfskräfte für Gartenarbeit. Das ist Valuta, einen guten Abend. Oft sind sie nur auf Stundenbasis angestellt oder in Kleinpensen. Häufig geht auch vergessen, dass man die Hilfskräfte versichern sollte. Wenn sich dann jemand verletzt, kann das fatale Folgen haben. Nicht nur für die direkt Betroffenen, sondern auch für die, die ihre Dienste in Anspruch genommen haben. Ja, wie muss man Putzpersonal und andere Hilfskräfte versichern? Darüber reden wir jetzt mit dem Claudio Brazzarol von Helvetia. Guten Abend. Guten Abend, Herr Spischer. Ja, nehmen wir die klassische Situation, Hilfskraft im Haushalt. Muss man die jetzt auch bei AHV und bei IV anmelden, wenn sie nur ein paar wenige Stunden für einen schafft? Grundsätzlich ja. Sobald man jemanden im Privathaushalt anstellt, sei es Reinigungskraft oder jemand, der im Garten hilft, die stehen der Sozialversicherungspflicht. Wichtig ist auch zu sagen, dass auch wenn es nur ein paar Stunden pro Woche arbeiten, dass die der Sozialversicherung angemeldet werden müssen. Auch wenn man jetzt mit Naturalien es zahlt, quasi, also wenn man ihnen etwas gibt, die müssen man ebenfalls der Sozialversicherungspflicht anmelden und melden. Was kann denn passieren, wenn man die Hilfskräfte nicht versichert? Ja, dann kann es strafrechtliche Konsequenzen haben. Das heisst, man muss Beiträge nachzahlen und kann je nachdem zu einer Buße führen. Und ab wann fällt eine Hilfskraft unter die Versicherungspflicht bei AHV und bei IV? Ab dem 1.1., wo man 18 wird, ist man versicherungspflichtig. Dann ist es so, bei Haushaltshilfe zwischen 18 und 25 Jahren, wenn sie nicht mehr als 750 Franken verdienen, die muss man nicht melden. Denn bei den AHV-Rentnern, wenn es nicht mehr als 16.800 Franken, die sind quasi die haben einen Freibetrag zur Verfügung, den man dann melden kann. Jetzt gibt es ja noch Pensionskassen. Ab wann sind dort Beiträge fällig? Ja, bei Pensionskassen ist es so, da gibt es eine Eintrittsschwelle. Die ist aktuell bei 22.050 Franken. Die wird meistens alle zwei Jahre vom Bundesrat bestimmt. Und da ist es so, ab dem 1.1., wo man 18 wird, da wird zuerst einmal der Risikoteil versichert. Und dann ab 25 kommt dann noch der Sparteil dazu. Also wenn eine Person mehr als 22.500, haben Sie glaube ich gesagt? 22.050 ist aktuell. 50. Genau. Verdient, dann ist sie auch in der Pensionskasse. Genau, dann muss man der Pensionskasse anmelden. Wir reden nachher gerade weiter. Ja, Sozialversicherungen sind das eine. Gerade das Unfallrisiko von Hilfskräften wird von Privaten aber oft unterschätzt. Dabei sind Unfälle bei Haushaltsarbeiten, vor allem beim Putzen, alles andere als selten. Offensichtlich ist die Unfallgefahr auch für Hilfskräfte im Garten. Wenn jemand auf der Leiter Bäume zuschneidet oder den Rasen mäht, braucht es wenig und man verletzt sich. Ohne Versicherungsschutz wird das nicht nur für die betroffene Hilfskraft, sondern auch für den Arbeitgeber sehr unangenehm. Ja, auf was muss man jetzt bei den Versicherungsarten schauen, wenn die Hilfskraft eben nur auf Stundenbasis angestellt ist? Ja, für Angestellte braucht es laut Unfallversicherungsgesetz eine Unfallversicherung. Das sind vor allem Berufsunfälle. Also das heisst, wenn man auch nur wenige Stunden schafft in der Woche. Was heisst wenig? Weniger als 8 Stunden. Weniger als 8 Stunden pro Woche. Genau, pro Woche. Und sobald man mehr als 8 Stunden schafft, dann muss man auch sogenannte Nichtbetriebsunfälle versichern. Was ist denn, wenn man jetzt eine Firma beauftragt für zum Beispiel Gartenarbeit? Genau. Sobald man eine Firma beauftragt, dann würde ich, wenn ich bevor ich die Firma beauftrage, schauen, ob die auch eine Betriebshaftpflicht haben, falls ein Schaden zustande käme, dass das auch versichert wäre. Es gibt ja auch Hilfsdienste, die gratis sind oder wo man freiwillig macht, mal mit dem Hund Gassi gehen oder mal Babysitten. Macht man vielleicht ohne Entlöhnung. Unter welchen Bedingungen muss das versichert werden? Also das ist so, wenn jemand jetzt zum Beispiel einmal in der Woche so mit dem Hund laufen ohne Entgelt oder so auf das Kind aufpasst, die stehen nicht der Versicherungsmeldepflicht.
Sobald aber jemand wieder, wie vorher schon gesagt, mehr als 18 ist und Lohn bezieht, dann steht das wieder der Sozialversicherungspflicht zu melden. Jetzt zum Schluss eben so Hilfskräfte, die sollen einem ja entlasten. Hilft sie? Wie stellt man sicher, eben, dass man am Schluss nicht wirklich vor Problem gestellt wird? Also da würde ich mit sicher einen Arbeitsvertrag aufsetzen. Da gibt es ganz gute Beispiele im Internet, die man herunterladen kann. Dort ist auch geregelt wegen Mutterschaft oder wegen Ferien, dass man das einfach, bevor man jemanden anstellt, auch geregelt ist. Denn was ich auch machen würde, schauen, ob die Person eine Privathaftpflichtversicherung hat, nicht, wenn es zu einem Schaden kommt, dass das nicht versichert wäre. Wunderbar. Danke vielmals für den Besuch, Claudio Brazzaroll. Ja, beim Geld, wenn man sich das Geld anlegt, dann kann es auch Verluste geben. Das haben sicher schon viele selber zu spüren gekriegt. Helfen kann eine Vermögensverwaltung, die das Geld nach den Grundsätzen der modernen Portfoliotheorie professionell investiert. Für wer ist die sinnvoll? Mit was für Kosten muss man rechnen? Und was darf man von einer professionellen Vermögensverwaltung erwarten? Wir haben Antworten. Das nächste Mal wieder hier in Valuta. Einen schönen Abend.